Wenn ihr jetzt noch nicht umgeschaltet habt, dann seid ihr definitiv auch ein Fan verrückter japanischer Spiele. Da ich nicht so viel Zeit habe zum Aufnehmen, gibt es heute mal wieder ein Let's Show zu einem Spiel, was ihr zu 99,99999% Wahrscheinlichkeit nicht kennt. Und zwar spiele ich heute Lime Rider Kirurika. Was das ist? Es ist eine dramatische, herzzerreißende Geschichte über ein Mädchen, die in ein Frostkostüm steigt und durch die Gegend tanzt. Warum auch immer sie das tut! Ich weiß es nicht, ich habe das Spiel nicht gemacht. Ich weiß noch, ich liebe die Japaner für ihre abgefahrenen Ideen. Ja, und dann fangen wir direkt mal an. Ich zeige euch, wie das Spiel funktioniert. Wir haben es hier mit einem typischen Rhythmusspiel zu tun, das man ungefähr mit Rhythm Paradise auf dem DS vergleichen könnte. Könnte auf jeden Fall glatt ein Minispiel daraus sein. Wie gesagt, wir steuern dieses abstruse, verrückte Froschmädchen und laufen hier durch die Gegend. Sie laufen allein und wir müssen bestimmte Tasten drücken, um Hindernisse zu überwinden. Das dann auch im Beat zur Musik passen muss. Also die Level sind immer so bisschen zufällig generiert, das ist nie gleich. Für diese kleinen blauen Viecher drücken wir einfach die A- oder B-Taste, was ich gerade nicht hinkriege, weil ich zu viel labere und mich nicht auf den Beat der Musik konzentriere. Jetzt aber. So, und für diese Dreiecke benutzen wir die Y-Taste. Jupp. Zwischendurch können wir Bonbons aufsammeln, die unsere Lebensenergie wieder auffüllen. Wenn wir eine Krone einsammeln, können wir Hindernisse überspringen. Leider war da gerade keins. Bonbons, die wir zwischendurch aufsammeln, füllen unsere Energie wieder auf. Der Knackpunkt bei diesem Spiel ist, man muss wissen, bei welchem Objekt man welche Taste drückt. Bisher haben wir nur zwei Objekte, aber es kommen noch weitere hinzu. Und man muss dann auch später Tasten kombinieren, was unter anderem gar nicht so einfach ist. Denn dies hier ist ja auch ein Spiel für den Wonderswan, ähnlich wie Party's Party, was ich vor kurzem Let's Played habe. Und der Wonderswan hat ja auf der linken Seite zwei Steuerkreuze. Und teilweise muss man auch beide Steuerkreuze gleichzeitig drücken, was nicht unbedingt einfach ist von der Position der Tasten her. Zum Glück kommt das nicht allzu oft vor. Und jetzt haben wir es auch noch mit einzelnen Tasten nur zu drücken und müssen keine Kombination machen. Na, ich bin auch schon ein paar Mal in irgendwelche Gegner reingerannt, habe dementsprechend auch ein bisschen Energie verloren. Und dadurch die falsche Taste, wie gesagt, Energie können wir mit Bonbons ein bisschen auffüllen, die nicht immer unbedingt zum Beat der Musik passen, deswegen kann es manchmal schwierig sein, sie zu erwischen. Und jetzt habe ich was übersprungen. Das wäre ein neues Hindernis gewesen, dafür müssen wir das Steuerkreuz unten drücken. Für die Dreiecke müssen wir das Steuerkreuz oben drücken. Also wenn man so einen Wonderswan noch nie gesehen hat, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, sich die Tasten an dem Gerät vorzustellen. Am besten ihr geht einfach mal bei Google Wonderswan ein, dann wisst ihr, wie das Gerät aussieht und könnt euch vielleicht vorstellen, wie dieses Spiel ungefähr funktioniert. Und ich sollte vielleicht auf und zu labern und mal ein bisschen auf die Musik achten. Verglichen mit heutigen Spielen klingt die Musik etwas schrebelig, aber muss ja auch bedenken, wann der Wonderswan Color rauskam. Und das war 1999 und da ist das schon eine beachtliche Leistung. Wenn ich mal bedenke, dass es auch für den Game Boy Color diverse Musikspiele gab, aber die nur MIDI-Musik hatten, dann ist das hier schon recht gut gelungen. Und wir haben die erste Stage geschafft und mysteriöses Froschmädchen freut sich und Schweinebärnase kommt angerannt und labert japanisch. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dieses Spiel crazy ist und ich stehe auf crazy Spiele. Darum geht's auch. Let's Play Otaku-Style. So, und jetzt zeige ich nochmal Stage 2. Und ja, es gibt nur 4 Level im ganzen Game. Aber die ändern sich halt immer wieder vom Rhythmus her. Also die Musik ändert sich nicht, aber die... Yeah. Ja, was ich sagen wollte, die Gegner ändern sich immer von der Position her. Das ist nie die gleiche Position. Und jetzt kriege ich erstmal einen Haufen Bonbons zugeworfen. Bam, bam, ciao. Nee, das war nicht richtig, okay. Jetzt aber. An wen erinnert mich das? Ich weiß ja nicht an wen. Ich glaube, er tanzt mal mit einer Herde Zombies durch die Gegend. Oh, das war vom Timing nicht richtig. Okay, hier müssen wir Tasten kombinieren, ich weiß gerade nicht welche. Moment mal, A und Steuerkreuz oben. Yeah, okay. Bam, bam. Ne, okay, das war wieder nicht richtig.
Hallo, Froschmädchen. Wie kriegt das Timing nicht hin? Verdammt! Warum geht das nicht? Jetzt aber! Schnell ein paar Bonbons aufsammeln. Mir ist schon ein bisschen Energie abhanden gekommen. Okay, was kommt als nächstes? Noch ein Bonbon. Ja, Frösche lieben Bonbons, vor allem Mädchen, die in Froschkostümen stecken. Ja, wenn ich mal nicht am Labern bin, dann merkt man auch, dass es doch irgendwo zur Musik passt. Also nicht, dass ihr denkt, ich springe nur rum wie ein Irrer und das passt überhaupt nicht zum Beat. Nee, es passt schon. Okay, steuer kurz unten. Das war gut gemacht. Und wir überspringen ein paar Objekte. Wusa. So, jetzt kann ich eigentlich auch gar nicht mehr viel zum Spiel sagen. Was soll man schon groß zu Musikspielen erzählen? Und ich weiß nur, dass der Typ mich gerade nicht richtig erwischt. Jetzt aber. Okay, das klappt wieder nicht. Ja, das Timing ist schon manchmal ein bisschen schwierig hinzubekommen, aber man hat auch genug Energie, dass man es oft genug versuchen kann und irgendwann kriegt man dann den Dreh raus. Das Spiel hat eine etwas höhere Lernkurve. Man muss erstmal die ganzen Tastenkombis herausfinden, aber dann ist es auch eine ganz spaßige Sache. Und es ist an sich ein nettes kleines Musikspiel, an das sich heute keiner mehr wirklich erinnert. Ich habe es auch nur durch totalen Zufall entdeckt und dachte, das ist mal was ich euch zeigen muss. Naja, das war's von heute, für heute, mit meinem kleinen Let's Show. Ich werde mal gucken, wann ich wieder dazu komme, was Richtiges aufzunehmen. Ansonsten hoffe ich, dieses kleine, unbekannte, mysteriöse Spiel hat euch soweit ganz gut gefallen. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dann!